Hallo, herzlich willkommen. Robert Naller ist hier, Trainer, Speaker und Coach. Und heute möchte ich dir drei Schritte zeigen, wie du mit großen Herausforderungen und Krisen besser umgehen kannst. Denn in kürzeren oder längeren Abständen kommen Krisen auf uns zu, kommen Herausforderungen auf uns zu. Wir können krank werden, ein lieber Mensch stirbt, wir verlieren unseren Arbeitsplatz, eine Beziehung geht in Brüche. Egal was es ist, gerade in solchen herausfordernden Situationen ist es dann ganz besonders wichtig, klar darüber zu sein, wie wir am besten damit umgehen können. Und deswegen diese drei Schritte. Schritt 1. Sei ganz da. Komm immer wieder in die Gegenwart zurück. Sei so präsent wie möglich. Gerade in Herausforderungen und Krisen haben wir die Tendenz, in die Zukunft zu gehen, in unseren Kopf, in unsere Fantasien und uns Schreckensbilder auszumalen, die uns Angst einflößen. Aber ist das tatsächlich hilfreich? Stärkt uns das in dieser Situation? Nein, natürlich nicht. Also, wenn du wahrnimmst, ich bin schon wieder in meinen Fantasien, dann komm zurück, komm in diesen Augenblick, in den einzigen Augenblick, wo deine Kraft ist, in den einzigen Augenblick, wo du tatsächlich schauen kannst, wie du entschieden, klar, bestimmt, so adäquat wie möglich mit dieser Situation, mit dieser Herausforderung umgehen kannst. Und egal, wie oft du am Tag in deinen Fantasien und in der Zukunft landest, komm immer wieder zurück, komm in deinen Körper, spür deinen Körper, spür deine Hände, spür deine Füße, nimm deinen Atem wahr, sieh oder horch bewusst. All das kann dir helfen, so präsent wie möglich zu sein. Und frag dich, wie präsent kann ich jetzt sein? Was ist jetzt? Was kann ich jetzt spüren? Was kann ich fühlen? Gerade auch die schwierigen Gefühle können dir helfen. Die Angst, die Wut, die Trauer, sie können dir helfen, ganz in deinen Körper und in die Gegenwart zu kommen. Also, sei so präsent wie möglich. Zweiter Schritt. Fokussiere auf das, was du jetzt gestalten kannst. Fokussiere auf diesen einen nächsten Schritt, nicht auf die Schritte der nächsten Woche, Wochen, Monate oder Jahre, sondern auf diesen einen nächsten Schritt. Ja, planen zwischendurch ist ganz gut, den größeren Blick haben, das Bigger Picture sehen ist wichtig, aber dann sofort wieder zurückkehren in diesen Augenblick und entscheiden, was steht jetzt an? Kann ich irgendetwas tun? Welchen Schritt kann ich machen? Was kann ich kommunizieren? Was kann ich ausdrücken? Und wenn ich nichts sonst tun kann, als ein Gespräch führen, wo ich teile, wie es mir gerade geht, wo ich meine schwierigen Gefühle, wo ich meine Herausforderungen mit jemandem teile, wunderbar, dann ist das der nächste Schritt. Also immer wieder schauen, was ist dieser eine nächste Schritt, nicht die nächsten 5, nicht die nächsten 10 Schritte, die dann wieder zu einer Überforderung fühlen, sondern dieser eine nächste Schritt, das, was ich jetzt gestalten kann. Denn das, was ich jetzt gestalten kann, da ist auch meine Kraft, da ist auch meine Energie, da ist auch meine Klarheit. Und dritter Schritt, gönn dir mehr Pausen als sonst. Gerade in großen Herausforderungen und Krisen ist es besonders wichtig, dir Pausen zu gönnen, dir kleine Auszeiten zu nehmen, diese 20 Minuten spazieren zu gehen, Sport zu machen, dich hinzusetzen und einfach nur in die Luft zu starren, früher schlafen zu gehen, was auch immer dir hilft, um dir einen Raum zu schaffen, denn du brauchst diesen Freiraum. Herausforderung heißt verarbeiten, Herausforderungen heißt verdauen, Krise heißt vielleicht mit Dingen umgehen, mit denen du gar nicht umgehen möchtest, vielleicht Dinge akzeptieren müssen, die du gar nicht akzeptieren willst. Umso wichtiger Pausen zu haben, umso wichtiger Raum zu haben, umso wichtiger rund um das, was du sonst tust, rund um die wichtigen Schritte, die jeweils jetzt zu tun ist, dir auch viel Auszeit, viel Pausen zu gönnen, damit du besser und besser mit einer Krise umgehen kannst. Also, erstens, sei so präsent wie möglich. Zweitens, fokussiere auf das, was du jetzt gestalten, was du jetzt tun kannst, auf den nächsten Schritt. Und drittens, nimm dir mehr Pausen als sonst. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen hoch.
Ich freue mich auch, wenn du das Video mit Freunden, mit Bekannten teilst und wenn du unterhalb von dem Video einen Kommentar schreibst, wie dir manche von diesen Anregungen gefallen haben, wenn du sie ausprobiert hast, oder auch was deine eigenen Strategien sind, um mit großen Herausforderungen und Krisen umzugehen. Für heute danke ich dir für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.